Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Last Epoch Let's Play. Jo, mit einem neuen Charakter. Ihr seht es schon ein bisschen, was es alles ist. Und jo, der hilft uns, mal ein bisschen so weit zu kommen, dass wir mit dem anderen Charakter, den ich vorher gespielt habe, mit dem Wirbler, mit dem Schnellen, da einfach ein bisschen mehr und schneller farmen können. Genau. Ich war in der letzten Zeit ein bisschen krank, ihr habt es vielleicht gemerkt, es kamen weniger Videos und auch die Livestreams sind ein bisschen am Stagnieren gewesen. Es liegt einfach daran, ich habe sehr starke Krämpfe gehabt und ja, konnte nicht so lange sitzen bleiben. Habe mich ein bisschen genesen und es geht mir schon viel, viel besser wieder. Ihr seht es, also Schaden machen wir. Und jo, mit dem Eisschwall, genau, so heißt der Ding, greifen wir so an. Wenn ihr das, die Aufzeichnung vom Livestream gesehen habt, dann wisst ihr, ja, ich habe angefangen mit Static Orbs, hat zu viel Mana gekostet, ist aber auch sehr stark gewesen und habe umgewechselt direkt nach dem Livestream auf diesen Charakter. Nur ist ein bisschen langsam gewesen, hat zu wenig Schaden gemacht auf große Gegner. Und das ist mittlerweile behoben, auch weil ich jetzt dieses ja, Frost-Ding habe, Frost-Claw, wie heißt es auf Deutsch, kurz mal schauen, geht weg, Ice-Claw, ja, es ist Erfrierung auf Deutsch, okay, auf Englisch ist es ein bisschen kompliziert, aber sollte starker Dot sein und Ice Penetration und deshalb gehen große Gegner auch ein bisschen besser. Werden wir dann sehen, wenn wir stärker werden. Ich habe diese Schuhe hier angehabt und die haben 72% physischer Widerstand und das ist halt sehr stark gewesen, bis ich da die Schuhe ausziehen konnte. Und ich sehe jetzt gerade, wir machen wieder ein bisschen mehr Schaden durch die neuen Schuhe, eben mit Erfrierung. Und ja, das ist ziemlich heftiger. Ich bin froh, dass ich wenigstens Akt 7 noch geschafft habe. Also es ist ja schon ein bisschen OP. Also manche Gegner dauern einfach so ein bisschen lange ohne dieses Erfrieren. Und das seht ihr jetzt hier deutlich schneller. Ich kann hier noch nicht mehr Abklingzeit nehmen. Ich muss, glaube ich, hier noch gehen. Auf jeden Fall. So, hier hin. Hier muss ich einen Punkt hier hin noch verwenden. Auf jeden Fall dorthin. Ich muss kurz schauen. Einen Moment. Jetzt gleich. Ja. Das ist der wichtigste Punkt. So. Hier muss ich, da habe ich fertig. Ich habe hier fertig. Ah, hier hoch. Genau. Nochmals einfrieren. Und hier muss ich scheinbar nicht zurückstoßen. Ist ein bisschen schwer, die Skillung. Da muss ich öfters ein bisschen schauen. 3-1 habe ich. Ah, oben hin. Okay. So, hier hoch. Genau, damit ich mehr einsetzen kann. Das automatisch durch diesen Frostwall geht, den ich einfach noch nicht oft einsetze, weil er jo, jetzt noch nicht geskillt ist. Der wird wahrscheinlich jetzt geskillt dann. Und dann kann ich ihn öfters einsetzen noch. Das Problem ist wieder, man ist gezwungen, die ersten drei Slots so, ja, einzuteilen, dass es einfach gut geht oder dass es etwas Schild bekommt. Und jetzt habe ich gerade das Schild und ich bekomme immer noch Ward über. Sehr schön. Und muss deshalb die R-Taste immer wieder drücken und das Umschalten ist ein bisschen nervig immer wieder auf die R-Taste. Das hätten sie ganz anders machen sollen. Wahrscheinlich die letzten drei nehmen und das erste nicht oder das zweite nicht. Jo. Ist aber wahrscheinlich ein bisschen einfacher für die neuen Spieler.
Nur eben, es ist ein bisschen nervig, so zu spielen. Aber es geht. So, immer noch ein bisschen Krämpfe, merke ich, und ein bisschen Probleme mit dem Reden. So, was machen wir jetzt? Wir machen für den Löffel, den wir tragen, Intelligenz. Tun wir jetzt machen. Ganz viel Intelligenz aufbauen im passiven Skill Tree. Und jo, schauen damit einfach noch mehr Schaden machen, oder? Also zum Beispiel hier der Magier, der wird so eingefroren. Das ist heftigst. Das macht schon viel Spaß. Also es ist schon ein bisschen mehr gut. Ein bisschen spaßiger. Und ihr seht, also mit dieser 40% Abklingzeitverringerung vom Gegner, trotzdem noch so stark zu sein, oder jetzt stark zu sein, endlich, ja, ist schon glücklich. Also da lohnt sich auch so einen langsamen Leveler hoch zu kriegen. Und jo. Ich habe eben noch andere Skills, also ich setze jetzt momentan nur die R-Taste und die rechte Maustaste ein. Jo, wirklich toll. Was jetzt gerade gefällt mir der Bild schon viel, viel besser. Also der ist auch wieder ein Bild, der wachsen muss. Und später kann ich noch umändern auf Frost Nova. Nein, Frost Orb, genau. Und dann machen wir wahrscheinlich noch viel mehr Schaden, aber da müssen wir zuerst die Items haben. Aber so reicht schon mal. Das ist wirklich, jo. Also er wird als Anfänger also leicht abgestempelt, aber er ist wirklich schwer zum Hochtrainieren, also zum Hochleveln. Bis Level 50, dann habt ihr wahrscheinlich viel einfacher wieder. Also ich habe schon einige Probleme gehabt in Akt 6, vor allem mit so vielen Gegnern. Und ihr macht nur so wenig AOE, oder? Jo, und die Projekte, die machen immer so einen Bogen. Bis ich da auch noch diese Note genommen habe, dass die nicht mehr alle zusammen, sondern nacheinander gehen und dafür jeden Gegner treffen, mehrmals oder so, ist ja, einige Zeit vergangen und ich habe dann wirklich zu wenig Schaden, also bevor ich diese Note genommen habe, zu wenig Schaden gemacht. Weil es sehr mana-intensiv und ja, ist jetzt nicht gerade so viel stärker als ohne. Dann eben gegen mehrere Gegner ist er sonst einfach zu langsam. Ich bin nicht so gerne der langsame Spieler. Deshalb spiele ich eigentlich Hack and Slays, wegen dem Spaß, wegen der Schnelligkeit und so. Aber das Spiel nimmt manchmal überhaupt keinen Einfluss darüber, oder? Man muss eigentlich sehr zäh spielen. Schade, es hat keinen Schutz pro Sekunde. Aber ja, es ist auch ein bisschen zu schwach. Ich brauche irgendwas mit Frostbite-Verstärkung oder so dort. So, da ist der Boss in diesem Level. Weg damit. Shade brauche ich jetzt auch gar nicht mehr. Ist ziemlich gut. Komm, wir machen das Level noch fertig. Und der Charakter wird auch irgendwie schneller. Das ist das Gute an diesem Löffel. Außerdem machen wir ja so verschiedene Leiden, heißt es hier auf Deutsch. Statuseffekte eigentlich, ja. Und der erste Kill, Eisschwall, ist auch ein bisschen zielsuchend. Er geht manchmal wirklich auch auf die andere Seite, wenn ihr da den falsch gecastet habt oder so. Ist ziemlich gut. Dann müssen wir noch Crit nehmen, der ist hier unten. Nein. Ist der das, dieses Skill? Aber den nehme ich noch nicht so schnell. Muss kurz schauen. Hä? Das war doch der da. Ah, hier oben steht es, ganz oben. Ich dachte, ich habe nur unten geschaut, aber dabei ist das dieser Bonus ab 5, glaube ich. Gehen wir doch dem Ding nach. Ja. Von mir aus, wenn sie erscheinen.
Die sind meistens schon eingefroren, wenn sie erscheinen. Das ist nicht so schwierig. Hoffentlich. Ja, Eis, also dieses Schutzschild, also einfach Schutz, ist natürlich immer ein bisschen. Oder wenn ihr nicht Schaden macht, kann es sein, dass ihr einfach zu wenig Leben habt, sozusagen, also der Schutz habt. Und da müsst ihr einfach am besten Eisschwall direkt aktivieren, dass ihr ein bisschen Schutz bekommt. Ich habe ja jetzt die Rüstung an, wenn ihr die Rüstung nicht habt. Exsanguinate. Exsanguinus. Okay. Genau. Irgendwie so etwas. Schwer zu merken. Dann. Jo. Könnt ihr am besten. Ja, irgendwie. Also eben diese Schuhe, wenn ihr die habt. Er macht am besten nichts, den als erstes. Ich habe noch einen Swipe-Bild. Also der Swipe heißt Frankenhieb auf Deutsch. Primalist, Beastmaster, Bestienmeister. Und damit könnt ihr mega schnell ins Endgame kommen, weil ihr sehr viel Schaden macht. Müsst dort aber auch schauen, dass ihr genügend Resistenzen habt. Ja. Immer dieses Deutsch. Gut, und. Jo. Yes. Der macht auch Spaß, der braucht bei mir aber noch einige Zeit. Ich könnte ihn heute Abend vielleicht livestreamen. Werde ich wahrscheinlich auch. Weil der motiviert mich sehr. Ich habe ihn aber ein bisschen vernachlässigt. Eben aus diesem Grund hier. Bis ich den, also, wo ich den Bait geleistet habe, das war wahrscheinlich Sonntag oder Samstag schon oder so, habe ich eben diese 4-5 Tage nicht so spielen können und habe dann einfach, jo, den Wirbler weiter gespielt. Ich habe mehrere Aufnahmen begonnen, die einfach nicht gut waren, sehr langweilig waren, weil der Wirblerbild, ja, er macht bei gewissen Gegnern zum Beispiel der die zwei Bosse vom dritten links Monolithen von links sehr wenig Schaden, oder auch wenn es Feuer ist, ja, bis ich den mal besiegt habe. Ich habe fast keinen Schaden bei dem Gegner bekommen, außer manchmal bei einem großen Angriff, und das ist einfach nicht sehenswert. Also habe ich lieber jetzt nicht gezeigt. Also der Bild, der braucht einfach diesen Feinschliff, den man in Last Epoch nur mühsam machen kann, oder? Wo ist jetzt dieser Teil da? Ich suche immer noch die Blumen. Da oben, okay. Ganz viele Blumen. Schön viele Blumen. So, darf ich jetzt mal kurz in Ruhe gelassen werden? Wir müssen den Eisschwall nehmen. Nein, Eiswand müssen, Eiswall müssen wir nehmen. Oder Frostwand auf Deutsch. Macht das Sinn? Und jetzt muss ich kurz schauen, dass ich das nicht falsch mache. Was ist lieber oben? Wort oder unten? Area? Also gut ist hier auf Ding zu gehen. Das reicht, gell? Gut ist auch noch einen hier hin. Und dann muss ich unbedingt hier rüber. Für den Warding. So, jetzt habe ich das Shade automatisch. Wir müssen runter. Ja, der Eiswall dort, das Frostwall dort unten. Ja, muss ich ein bisschen spreizen, Finger spreizen. So, wir haben den Wall. Den Bild. Der Wall haben wir schon lange. Ja, er kostet schon Mana. Ja. Und das Schild auch immer casten. So. Ich denke, so ist besser zuerst den Wall. Ah, den Drachen. Wie süß. So, wunderbar. Mit noch ein bisschen mehr Schutz. Hm? Schutzschild einsetzen zum Beispiel.
Unten ist noch einer. Die nerven ein bisschen, aber... Die Blumen kann man ja auch so killen. Wenn sie sich bemerkbar machen wollen, dann kann man sie so killen. Schön nochmals ein bisschen drauf. Beste drauf. So, jetzt muss ich den hier schauen. 74, boah. Der dauert immer ein bisschen, bis man diese Gloves tragen kann. Ich habe sie bis jetzt nur einmal verwendet, deswegen. Es ist halt schon ein Endgame-Item, hä? So. Also jetzt mal ein bisschen Wund einsetzen. So. Ja, es geht schon mit dem Mana. Ist aber teuer. Also ich denke, die Wund bei Bossen einsetzen reicht. Noch. Aber wirklich tollen Bild. Macht auch ein bisschen mehr Spaß, als die ganze Zeit herumzuwirbeln. Es tut ein bisschen den Spaß drücken, finde ich. Ich finde so Dots-Builds. Also vor allem einfach, wo man auf dem Gegner draufbleiben muss und so einfach ein bisschen langweilig. Lieber direkt dem Boss irgendwie Schaden zufügen. Oder wie hier einfach nebenbei noch dotten. Ein bisschen mehr extra Schaden. Aber nicht alles auf dort. So, dann kommt der Große wieder oben. Okay, der Beet wurde viel stärker. In kürzester Zeit wird er viel stärker. Vor allem wegen der Attack Speed. Also jetzt können wir wirklich viel schneller werden. Also diese Zaubergeschwindigkeit ist einfach insane. Jo, der fällt sofort um. Und eben, wir tun eigentlich verlangsamen, wir tun Schwächen. Rüstungsbruch ist sehr, sehr gut. Stromschlag pro Treffer gibt bei Zaubertreffer. Und Zauberschaden pro negativem Leiden beim Ziel. Also wir werden irgendwie stärker, wenn wir einen Gegner länger angreifen. Dann noch das Zaubertempo per 2 Intelligenz. Und Mana gewinnt, Verwendung eines Tranks. Also wenn wir mal wenig Mana haben, einfach einen Trank trinken. Ein bisschen merken. Jetzt sind wir nochmals ein bisschen schneller geworden. Und jetzt muss ich hier nochmals kurz schauen. 2 da unten fragen. Beim Falschen. Sie oben? Nein. Doch, es ist der oben hier. Einfrierungschance alle 2,5 Sekunden. Also einfrieren noch nehmen. Den hier. Nochmals den hier. Wie groß ist jetzt der wohl? Dann wie lange? Okay, sehr gut. Nice. Da können wir nochmal aufdecken. Wow. Ich kenne einen Warpass mit Dual Wielding, der nicht von Dreadful stammt. Ja, Dreadful hat so Builds, die einfach sehr, sehr wichtige Item-Kombinationen brauchen. Und deshalb nimmt er so wenig Unix. Also haben wir es die sehr gut craften können, um seine Builds zu machen. Und ja, ich bin ja jetzt momentan wirklich am nicht mehr craften. Ihr wisst wahrscheinlich warum. Weil ich dann craften muss in 1.0 und dann auch Builds gibt mit ja, neuen Crafting-Items und so Sachen. Auch ein bisschen ja, wieder Spaß haben am Crafting. Und ja, jetzt momentan habe ich einfach Items, die ich noch nicht craften will, vor allem. Bis ich wieder ganz hoch bin. Also ihr solltet vielleicht auch zuerst mal schauen, wie hoch kommt ihr. Wenn ihr nicht mehr weiterkommt, craften und dann einfach hoffen, dass ihr die Items wieder bekommt, wenn ihr mal nicht gut craftet oder so. Das ist bei mir, ja, weil ich so wenig spielen kann, schon relativ wenig. Also ich bekomme die Items einfach nicht wieder, also oder ich bekomme einfach nicht bessere Base und aufbrauchen, damit ich dann später keine mehr habe. Nein, mache ich jetzt momentan auch nicht. Gut kann man die gut sammeln, die Crafting-Materialien. Also da kann man viele
lagern. Und das sage ich. Lieber, jo. Jetzt einfach warten. So. Lieber aufs neue Bettchen garten. Ist leider eben gar nicht mal so groß. Die zwei Akte fehlen leider. Es gibt halt die zwei neuen Klassen und die feiere ich auch. Unix gibt sicher auch wieder mehr. Jo, und hoffentlich auch bessere Set-Items mal. Ja, wird sicher auch sein. So. Also ich hoffe das Beste für diesen Patch. Ja, wenn er auch nicht so gut ist und so groß. Das ist nicht so schlimm. Schadensdebuff, okay. Ich habe nie so gesehen. Das wäre mein heftigst, wenn die Gegner weniger Schaden machen können. Hilft uns sehr. Schwächen ist ja auch dabei auf dem Löffel. Jo, könnte wirklich stark werden, dieser Bild. Und scheinbar ist das Wort auch so riesig groß dann. Ich sehe jetzt noch nicht so viel. 1500, ja, wenn man immer angreift. Aber das wird sicher viel größer dann. Wenn ich auch diese Bases auf den Items habe und so. Also hier zum Beispiel ist eben 16 Schutz pro Sekunde. Das ist gut schon mal. Aber es ist noch nicht vieles auf dem Item drauf. Sonst ja irgendwie auch critten können dann. Muss also noch Crit-Chance drauf haben. Schade, aber da ist Physical Resistance. Okay, den Gürtel nehme ich. Ich habe nämlich gemerkt vor dem Part, ja, ich habe zu wenig Items mit Physical Resistance und brauche vor allem die Idole auf Gift, Necrotic Resistance und ja, Feuerresistenz noch. Ich bin ein zu wenig. Und da kann man nicht natürlich noch Idole mit Physical Resistance nehmen. Falscher Knopf. Ja, Feuerresistent und Blitzresistent ist auch noch niedrig. Jo! Dafür friere ich ein. So. Ja, das Spiel ist eindeutig so momentan geplant, dass man sehr lange grinden muss. Ein bisschen schade, also jo, es ist nicht so eklig, aber man hat natürlich viel mehr Spaß, wenn man viel mehr spielen kann. Lernwiderstand. Ja, was Gutes Lernwiderstand ist, nehme ich mal wieder mit. Feuerwiderstand. Nein, das ist nur ein großer. Nee, nicht. Wo müssen wir hin? Zum Schrein zuerst einmal. Ihr merkt vielleicht, ich habe kein Bewegungsgerät. Das triggert mich auch ein bisschen. Aber ich denke, ja, der Bild ist halt schon sehr zäh. Wird auch erst sehr zäh. Gut treffen kann man leider auch nicht so. Kälteschaden, Gift pro Treffen. Ja, Schutz kann schon sehr stark werden, aber ihr müsst die richtigen Items haben. Irgendwie ist der Schaden stark nach oben gegangen. Jo, wenn man so einen Löffel hat. Ja. Wir gehen schön außen rum. Der Weg ist nicht mehr so. Ah, der Ring nervt wieder ein bisschen. Mit dem Gegner ein Look. Das wird halt so. Na cool. Hm. Ja, ist dann auch gut. Muss ich da ein bisschen lagern, hä? Das gegen kleine, schnelle Gegner ist der Bild noch nicht so gut. Dafür sind sie kein Problem, also sind. Ja, machen einfach keinen Schaden, oder? Merkbar keinen Schaden.
Die linksen lasse ich in Ruhe. Oh, wieder ein bisschen Gold. Sehr schön. Was ich beim Warpuff, also Kriegspfad, Ambosswächter gesehen habe, ist, ich habe einfach zu wenig Skillpunkte. Ich muss da irgendwie noch rausnehmen aus diesem Skill, damit ich überhaupt genug smiten kann, oder? Weil Smite ist nur 2 von 4. Und ja, einfach ein bisschen ein Problem. Schön ein Schild nehmen wieder. Wieder Ice Wall. So langsam wieder zu wenig Schaden. Reicht aber aus für diesen Gegner. Gibst du mir nichts? Hast du mir nichts gedroppt? Das geht nicht. Na gut. So, schauen wir mal. Ja. Zu hochs Level. Ja, wir brauchen jetzt da mehr Bereich und mehr Dauer. Hier brauchen wir, genau hier. Bei dem brauchen wir den Punkt. Jetzt muss ich kurz schauen, kein C suchen. Nee. Das ist da unten, ne? Ja. Und hier ist 3 von 4, also hier noch ein Punkt dran, gut zu merken. Hier war es ja hier. Zauberschaden, Debuff. Zusätzliche Zauberschaden und Zaubertempo. Ich glaube, das muss 4 von 4 sein. Wie ist es jetzt? 3 von 4, okay. So, und... ja, dann haben wir einen Friedensmultiplayer pro 1% Crit-Chance. Deshalb muss Crit-Chance auch höher kommen. So, da sind wir fertig. Dann nehmen wir, legen wir die Punkte hier rein. Oder hier. Es geht beides, aber es gibt hier nochmals irgendwo. Genau hier gibt es wieder Intelligenz. Schön. Der Bild gefällt mir. Jetzt plötzlich. Ja, ist zum Leveln richtig öde. Ich habe immer so schön gewartet, bis ein Gegner besiegt wurde, weil die Zaubergeschwindigkeit war nicht hoch genug. Naja, machen wir noch kurz dieses Echo hier. Ist auch wieder ein tolles Echo-Ding. Boah, wie schnell die Downs sind. Also wenn ich da die Handschuhe habe, dann geht wahrscheinlich der Beat mega ab. Das ist doch sehr schön, oder? Wie wir jetzt an Schaden gekommen sind in letzter Zeit. Einfach nur diesen Part, diese 30 Minuten fast, so viel Schaden machen. Das ist richtig geil. Physischer Schaden, Widerstand, kritische Trefferchance nur 7%. Lol. Hört sich so lecker an, aber ich sollte nicht alles laden, natürlich. Ja, mittlerweile habe ich echt wieder Platz in der Kiste, aber ich kann viele Items eigentlich wegwerfen schon. Aber ich habe einfach keine Zeit, oder? Ich will so schnell und viel wie möglich aufnehmen. Mir fehlt einfach die Zeit. Also, wenn jemand mal aufräumen kann. Ja, wenn ich jemandem trauen könnte, 100%, dann gerne. Meine meine Freundin, hä? Wo sind meine Freundinnen? Wie viele Freundinnen bekomme ich, wenn ich ein bisschen mehr Erfolg habe? Glaube ich. Nehme alle an, wenn sie es mögen. Ja. Aber wie man halt so YouTube kennt, ist es relativ wenig weiblich. Die hocken immer auf TikTok und schauen so kleine Videos an. Ganz kleine Videos. Die zu klein sind für den Drago. Zu kurz waren. So. Ich habe fast noch nie TikTok verwendet. Stellt euch das mal vor.
Nur wegen ein paar Kollegen, die TikTok-Fans sind, habe ich manchmal kurz Videos angeschaut. Hey, lass mich mal in Ruhe, ich habe fast keinen Chishib mehr. Mit seinem Schlag. Die machen halt noch Schaden. Mit der heftigen Felswürfchen. So. Darf ich nicht mal Items anschauen? Geht das nicht? Das ist ja eigentlich ein ziemlich guter Stab, nur kann ich ihn nicht verwenden. Einfach zum Verkraften, ja. Hier auch ziemlich viel Zauberschaden. Nehme ich auf jeden Fall mit. Weil so langsam geht es auch bei mir, oder mit diesem Legendary herstellen. Aber es ist ein bisschen doof, dass man diese Affixe drins braucht. Und wo kam der wieder? Der ist aber schnell am Selbstmord machen gewesen. Der eine Skill, Eisschwoll, holt immer diese kleinen Gegner. Oder die großen Gegner, die sofort explodieren. So, nochmals ein Schrein. Die Maustaste gedrückt lassen, bis der Gegner down ist. Ja, macht Spaß. So, lasst mich mal in Ruhe, ist ja viel zu dicht aneinander. Aber ich muss mich am Besen werfen. So. Ja, ziemlich schwer das Level, aber ziemlich heftige Gegner. Dicht aneinander. Aber kein Problem für uns. Den Gegner noch kurz töten. So, wie schnell das geht. Kommt drauf an, was für Leiden halt triggern. Eischwoll macht halt auch noch sehr viel. Und danach noch das Frostschild, Frostwall. Wie viele Gegner auch angelockt werden. So, jetzt habe ich langsam Mana Probleme. Kommen aber, wenn wir nur Eisschwoll einsetzen. So, easy wieder. So, solche Schwerter brauche ich eigentlich auch immer wieder. Ja, also der Boni, den finden wir hoffentlich wieder, wenn wir ihn brauchen. Und so langsam kommen wirklich 1.0 Pre-Builds und nehmt die nicht allzu ernst. Das sind einfach, ja, vor allem mit Items nur so zugespammt, also. Warum den Crit-Chance? Das ist noch stärker. Die Geschwindigkeit reicht doch jetzt. Okay, wir haben nicht so gute weitere Echos. Aber okay, wir gehen einfach weiter in die Richtung. Es gibt auch ein Buch, zwei Buch. Ja, fürs Leveln. Gut. Yes. Und das ist eigentlich ziemlich gut hier, die Rüstung. Aber es ist irgendwie aufgebraucht. Wir brauchen nicht so viel auf. Ja, ist aber nicht so gut. Und so geht. So, also. Wir sind 53. Also noch 19 Levels. Dann machen wir die Gloves auch. Ja, dafür ist es dann ein großer Sprung. Gut, Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss.